Moin zusammen, ich habe mir eine richtig geile Rückfahrkamera gekauft. Alter, die Sonne scheint mal und das in Norddeutschland. Und zwar eine Rückfahrkamera mit über 500 Meter Reichweite. Also ich könnte Roadtrain in Australien fahren. Eine Rückfahrkamera, die mobil ist, die ich jederzeit an jedes Fahrzeug, an jeden Anhänger ranhängen kann, ohne irgendwie, dass ich mich großartig um eine Stromversorgung oder irgendwelche Kabel kümmern muss. Und ich würde sagen, das probieren wir heute mal zusammen aus. Und am besten eignet sich der Hammer dafür, denn der hat eine ganz schlechte Ausstattung, was Sicherheit angeht. Ja, erstmal schön, dass du eingeschaltet hast. Und ich habe mehrere Fahrzeuge, ich habe Anhänger und ich muss auch eine Rückfahrkamera dran haben. Das Problem ist ja sonst bei den meisten Rückfahrkamerasystemen, die musst du irgendwie fest installieren, da musst du irgendwo Strom klauen und die ist überhaupt nicht flexibel. Und die meisten Rückfahrkameras haben halt auch nicht so die Reichweite. Und deswegen habe ich mich für, ich weiß gar nicht, wie man es ausspricht, Fast End, Wast End, West End entschieden. Und guckt euch mal die Kamera an, was das für ein Trümmer ist. Gut, bei 500 Meter Reichweite. Wir haben hier, ich glaube, 1000 mAh Akku drin mit Nachtsichtfunktion. Und das Beste, ich brauche es nicht aufladen mit Solar. Fahre ich mal irgendwo, wo nicht so viel Sonne scheint, kann ich auch aufladen. Und das per USB Typ C. Wir haben eine Full HD Kamera, die auch aufzeichnen kann. Und die Krönung, schaut euch die Antenne an. Damit kommst du überall hin. Wir müssen die sicherlich nicht ganz ausgefahren haben. Sondern ich würde sagen, ich habe jetzt nichts vorbereitet. Wir starten mal die Installation und gucken, wie lange das dauert. Ich drücke auf Start und ab geht's. Als erstes brauche ich die Stromversorgung. Im Hambi haben wir keine. Deswegen nützen wir das hier. Klar können wir da eine Zigarettenanzünderdose reinbauen. Das lohnt aber nicht. So, zack. Stromversorgung ist drin. Perfekt. Als nächstes müssen wir die Kamera anbauen. Das geht auch relativ zügig, denke ich mal. Du kannst sie auch anschrauben, wer es dauerhaft haben will. Aber gerade wer viel wechselt und sowas, da sind die super. Zack. Und das kriegst du auch nicht so einfach ab. Klar, wer es abhaben will, der kriegt es ab. Aber es fällt nicht von alleine ab. Ne? Kamera können wir, denke ich, mal beiseite machen. Und dann gehen wir mal weiter rein hier. Der Gerät ist ein richtig schöner großer Monitor. Stromversorgung über Zigarettenanzünder. Wir können natürlich auch das Ganze fest installieren, wer das gerne möchte. Kann das machen. Bei mir, wie gesagt, hier ganz wichtig, hier ist nochmal ein An- und Ausschalter drin am Zigarettenanzünder. Zack, das Ganze stecken wir rein. Jetzt können wir natürlich den Monitor fest anschrauben oder wir können ihn auch hier irgendwo reinklemmen. Und zack, fertig. Wo ist die Uhr? Wo ist die Uhr? Das ist schon eingerichtet. Ist das nicht der Hammer? So, stopp. 1 Minute 40. Ich glaube, ohne Sammeln wäre es sogar nur eine Minute. Und die Kamera ist drauf. Wir haben sogar die Linien eingestellt. Wir können die auch noch kalibrieren und einstellen. Das gucken wir uns jetzt mal eben an. So, wir sehen auf jeden Fall, dass wir die einstellen müssen. Wir können hier schnell an- und ausschalten. Wir können hier ins Menü gehen. Wir können sogar noch eine zweite Kamera mit einfügen. Also eine Splitscreen können wir laufen lassen. Wir können die Aufnahme starten, auch wenn wir mal das, irgendwie eine brenzliche Situation haben. Hiermit können wir die Position korrigieren der Kamera. Die muss jetzt natürlich noch ein bisschen weiter runter. Wir müssen ja nicht den ganzen Himmel abfilmen. Hier ist noch ein Sensor drin, eine Fotozelle, die natürlich erkennt, ob es hell oder dunkel ist. Und in der Dunkelheit wird dann hier Infrarot zugeschaltet, beziehungsweise die LEDs. Und dann haben wir draußen noch Licht und sehen alles. Über diesen Knopf hier können wir die Kameras umschalten. Kamera 2 ist nicht aktiv, weil wir keine haben. Und wir können natürlich auch den Splitscreen einstellen. Das ist mega. Also gerade am LKW, an der Sattelzugmaschine, wechselst du einen Auflieger oder sonst irgendwas oder fährst du irgendwelche Anhänger, ist das schon eine geile Geschichte. Ne? So, müssen wir mal kurz gucken hier. Da war an, aus. Die meisten Wohnwagen, ihr könnt es mal bei euch testen, sind ja so Sandwichplatten, die sind magnetisch, wenn ihr Glück habt. Der Monitor ist leider kein Touchscreen. Wir können hier das Ganze auch spiegeln, weil wenn wir das zum Beispiel an die Decke hängen über Kopf, die Antennen hier, die können wir auch einklappen. Wenn wir die zum Beispiel nicht brauchen, muss man die ja gar nicht sehen. Naja, ist kein Touch. Mal zurück wieder hier. So, kannst hier die Verzögerung einstellen, du kannst hier die Zeit einstellen. Dann einmal den Schalter zurücksetzen, die Rückfahr-Range, diese Bilder, die angezeigt werden. Diese Striche, die hier drauf sind, die können wir ausstellen. Dann können wir die Höhe natürlich einstellen. Wir müssen das natürlich am Fahrzeug hier anpassen. Und wer möchte, ich habe das jetzt weggelassen, da gibt es auch noch einen Schirm für. Moment. Und auch alle Kabel, um das fest anzuschließen. Also hier haben wir ein Kabel, um auch die Kamera zu laden, falls mal keine Sonne geschienen hat. Dann einmal eine Kabelmöglichkeit, um den Bildschirm permanent an Saft dran zu hängen. Dann haben wir hier noch ein Klebepad, dass wir das Teil festkleben können, wenn wir wollen. Sämtliche Werkzeuge, die man dafür braucht, sind eigentlich mit dabei. Und das hier ist dieser Schirm, der quasi dafür sorgt, wenn man irgendwie blöde Sonneneinstrahlung hat,
dann sitzt er jetzt hier oben drauf. Das ist das Einzige, was mir an dem Teil nicht so gut gefällt. Ich glaube, doch, jetzt. Das war mein Fehler, Bedienfehler. Es war nicht richtig eingerastet. Du musst es hier, du musst den Schirm richtig einrasten, weil sonst fliegt der immer wieder weg. Nicht, dass mir das während der Fahrt irgendwie abfällt. Das ist das Einzige, was mir an dem Ding nicht gefällt. Ein Vorteil ist, du kannst hier diesen Radius einstellen, ja, in welchem Winkel das Ganze hier sitzt, kannst es vernünftig festschrauben. Und du kannst zur Not an sämtliche Gewinde und sonst irgendwas anschrauben und fest einbauen. So, ganz wichtig nochmal, wir sehen hier das Batteriesymbol. Das heißt, wir sehen, wie voll die Kamera ist. Ich dachte erst, dass wir am Monitor auch einen Akku drin haben, haben wir aber leider nicht. Das geht wirklich nur über Zigarettenanzünder. Sobald wir den ausschalten, ist der hier auch aus. Sobald wir den einschalten, 1, 2, 3, 4, 5 Sekunden ist das Bild da. Wie hoch jetzt die Reichweite ist, das werden wir jetzt mal checken. Deswegen lassen wir die Kamera einfach mal hier, Alter, in der Halle. Zack, ne? Und dann fahren wir einfach mal ein Stück und dann gucken wir, wann das Bild weg ist. Also wir sehen ja hier vorne die Straße. Ich würde sagen, da fahren wir mal hin und mal rechts runter und dann wieder zurück und schauen mal, was hier passiert. Wir sehen uns auf jeden Fall auf dem Bild. Den Karton vorne, den sollten wir vorher runternehmen. Aber ansonsten, die Kamera ist wirklich geil. Vor allem für das Geld, ne? Was kosten sonst vernünftige Kameras? So, machen wir mal ein bisschen Musik auf der Orgel hier. Würde ich mal sagen, fahren wir mal los, gucken, was passiert. So, tschüss, alle. Ihr müsst unbedingt mal reinschreiben, was ihr davon haltet. Also ich finde das mega geil. Also wir haben immer noch Bild. Sind jetzt hier vorne an der Straße. So, da hinten, da sehen wir die Halle. Den Hambi sehen wir auch. Aber es geht wirklich 500 Meter. So, gleich müsst ihr das Bild auch mal abreißen. Nee, es reißt nicht ab. Jetzt, jetzt. So, ab hier hat uns das Bild verlassen. Und wir fahren jetzt ein ganzes Stück. Also ganz ehrlich, so lang kann der LKW gar nicht sein, wie wir hier fahren müssen. Hammer. Einfach nur geil. Wir fahren immer noch. Wir fahren immer noch. Hier vorne ist der Zaun, wo wir vorhin quasi das Gelände verlassen haben. Mittlerweile müssen wir den Hammer auch schon wieder sehen. Also mal ganz ehrlich, das ist eine Rückfahrkamera. Ja, ich glaube, ich brauche da gar nicht viel zu erzählen. Wer eine vernünftige Rückfahrkamera sucht, ich habe euch den Link unter dem Video in die Infobox mit reingepackt. Ich bin da auf jeden Fall mega mit zufrieden. Im Prinzip hast du ja alles, was du brauchst. Du hast die Stromversorgung per Sonne, wenn es mal nicht reicht. USB Typ C hat jeder eh dabei. Die Antenne kann man zur Not noch hoch machen, die war jetzt die ganze Zeit eingeklappt. Mal ganz ehrlich, wer ein Fahrzeug mit über 500 Meter Länge hat, der hat eh andere Sorgen. Der kann das mit dem Hubschrauber begleiten lassen. Der Hubschrauberpilot, der sagt dann, wenn er anhalten muss beim Rückwärtsfahren. Für mich eigentlich das wichtigste Kriterium, Sicherheit, und das gerade bei Kindern, ne? Bist du auf dem Campingplatz mit einem Gespann am Rangieren oder sonst irgendwas, was ja 160 Euro ist, kein Geld, und das sollte einem schon Kinderleben irgendwie wert sein. Höchstens bei Bayern München Fans, da mache ich Ausnahmen. Aber ich finde, hier passt alles. Das ist wasserfest, das ist dicht. Eine Frage an euch, auch ein bisschen für den Algorithmus. Danke übrigens für den Daumen nach oben. Wofür würdet ihr das verwenden? Ne? Das könnt ihr mir gerne mal erklären. Und ich finde, für 160 Schleifen findest du keine günstigere Kamera. Habe ich noch was vergessen? 7 Zoll Bildschirm, Nachtsicht, 170 Grad Weitwinkel, Video Recording, habe ich, glaube ich, alles erzählt. Trucks, Cars, Trailers, Wohnwagen, Pickups, Vans, Bus und Camper. Die einzige Sache beim LKW, 24 Volt Systeme werden nicht unterstützt. Ihr müsst einen Spannungswandler drin haben. In der Regel hat aber auch jeder LKW eine Sichtweite mit 12 Volt Spannungswandler schon verbaut. Wenn das nicht Hammer ist, welch ein Wortspiel. Bis dann, bleibt sauber, ordentlich und anständig. Happy Weekend, euer Onkel Kramer. Ciao. Yeah.